Hallo meine lieben HSV-Fans, es ist wieder soweit. Es ist Derby-Time. Zweimal noch schlafen und dann haben wir hier Derby-Time in Hamburg. Ist natürlich in diesem Jahr ein bisschen dünn, weil wir ohne Zuschauer spielen müssen. Aber Derby-Time ist Derby-Time. Das hat immer einen besonderen Reiz für mich und auch für alle anderen Fans. Dann wollen wir mal sehen, wie das läuft. Also als erstes muss ich sagen, ich drücke natürlich die Daumen für unseren HSV und natürlich erwarte ich auch, weil wir erwarte ich keine Krawalle oder irgendwelche anderen Dinge, die in Hamburg passieren müssen, die negativ sind. Wir sollen noch froh sein, dass wir bei der Corona-Geschichte überhaupt das Derby durchziehen können. So, jetzt wollen wir mal sehen zum Fazit. Wir brauchen ja nicht lange diskutieren. Der HSV guckt von oben runter und wird das Ding in meinen Augen gewinnen. Da gehe ich mal von aus, dass wir das Ding gewinnen. So, dann noch was. Ich bin im Moment auch nicht oft am Stadion, bis zum Derby hin überhaupt nicht, weil ich, das ist eine Tradition von mir. Ich gehe dann zum Abschlusstraining und nicht mehr ins Stadion. Und ich kann euch eins sagen, die Mannschaft ist voll motiviert. Und ob ich da bin oder nicht, da passiert sowieso nichts mehr. Die sind alle fokussiert auf dieses Spiel am Freitagabend. Ja gut, dieser Paulianer ist, da habe ich Respekt vor, aber die Rowdy liebe ich und den HSV liebe ich. Ich habe Respekt vor den St. Paulianer. Ich kenne ja auch ein paar Spieler von St. Pauli, wie, ich will mal Namen nennen, wie Himmelmann, wie Himmel, der Torwart, Abel Noah. Und unseren Darwin Knoll. Aber sonst nur noch Tunnelblick, Jungs, bis Freitagabend. Und dann lassen wir die Sau raus und dann gewinnt ihr das 3-1. Ich habe das schon ein Gefühl, wir haben jetzt eine wunderbare Truppe. Wir haben auch einen Trainer, der sehr modern arbeitet. Ich weiß nicht, was da noch passieren soll. Aber wenn das eben passiert, die Niederlage, gut, dann haben wir Pech gehabt. Aber das sage ich jetzt zum hunderttausendsten Mal. Wir verlieren keine drei Derbys hintereinander gegen FC St. Pauli. Das geht nicht und das gibt es auch nicht bei Peter. So, ich habe die Derby jetzt, ich verfolge sie ungefähr 60 Jahre, aber ohne Zuschauer und dass wir dreimal verloren haben hintereinander, das hat das noch nie gegeben. Also das möchte Peter nicht erleben, weil gut, ich muss das ja dann erleben, aber ich sage euch eins, Jungs, reißt euch den Arsch auf, da brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Und solche Leute wie Leistner sind da gefragt, wenn das nicht läuft, der dazwischen haut. Aber das wird der Trainer Jun schon selber machen, da habe ich gar keine Angst. Nur wir dürfen einmal muss ich zurückgucken, das ist die erste Halbzeit gegen Würzburg. So darfst du gegen Pauli nicht spielen, sonst verkackst du das Spiel. Die zweite Halbzeit, da müsst ihr anknüpfen wie gegen Würzburg. Und dann haut er sie und schießt sie aus unserem Wohnzimmer. So will ich das hören und nichts anderes. Und dann nochmal, nur der HSV und Freitag Daumen drücken und dem Gas geben. Schade ohne Zuschauer. So Jungs, haut rein ins Tango. Die noch zweimal schlafen und dann hauen wir sie ab von der Platte. Gutes, schenk einmal Striche und dann natürlich haut rein ins Tango, nur der HSV. Tschüssi, tschüss. Und ich bin gespannt. Das würde mein Tinnitus, glaube ich, eliminieren, wenn wir das Ding gewinnen. Tschüssi, nur der HSV. Tschüss.